Ja, for Lally. Moin und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs in der Cicada 2B. Ich habe keins von diesen Geräten gehabt. Ich habe mir die 2A umgebaut mit den 6 Med-Lasern. Die 2B war ja die mit den 5 Energy, also die 2A hat halt 6 Energy Hardpoints, hat man immer eigentlich mit Med-Lasern gefahren. Ist jetzt auch ein bisschen interessanter nochmal geworden durch den Patch, aber die 2B war immer so das Medium-Puls-Laser-Schiffchen oder, ja, Schiffchen eigentlich nicht, das Medium-Puls-Laser-Speedrunner-Gerät. Habe ich nie gehabt, ich habe es mir jetzt aber mal gekauft und dann jetzt dank der sich veränderten Quirks auf 5 Medium-Lasern aufgebaut. Die ziemlich geile Stats haben, muss ich sagen. Wir haben hier nämlich sehr geile Quirks für Heat, Cooldown und Strahldauer. Ich werde danach im MacLab nochmal genau drauf eingehen, aber ich kann euch mal immer sagen, Hitze normalerweise pro Medium Laser 3,25, jetzt nur noch 2,59. Cooldown eigentlich 3,2. Jetzt, also es ist halt auch durchgeskillt natürlich. Von 3,2 reduziert auf 2,016. Also anstatt 3,2 Sekunden, nur noch 2 Sekunden quasi, bis wir die nächste Salve abfeuern können. Okay, Team ist da auch irgendwo im Circle angekommen. Dann kann ich jetzt mal einheizen. Und die Strahldauer wurde einfach von 0,9 Sekunden auf 0,54 Sekunden reduziert. Also fast nur eine halbe Sekunde. Piu. Piu. Ah, das ist so unfassbar gut. Und wie schnell wir auch einfach schießen können. Das ist fast, als wären es Small Laser, einfach nur mit wesentlich mehr Reichweite. Und ich habe hier natürlich dann auch schon mal Hitze geskillt, ein paar Cool Shots eingepackt, was das Herz halt begehrt, nicht? Das ist, oh. Also, es ist schon ziemlich geil. Man muss auf diesen Spielstil natürlich klarkommen. Ihr seid schnell unterwegs, ihr müsst schnell den Laserstrahl draufhalten und einheizen können. Die Zikada ist zwar fix unterwegs mit fast 150, aber ist auch relativ groß. Es ist halt ein Medium-Mac und entsprechend auch halt ein ziemlich einfaches Target im Verhältnis gesehen. Da muss man halt nochmal schauen. Also für mich ist es ein schwieriger Spielstil. Ich möchte euch das Ding trotzdem einmal zeigen. Wenn ich meine 300-400 Damage damit habe, bin ich zufrieden. Wenn ihr zu den Piloten gehört, die mit schnellen Macs ganz gut klarkommen, dann ist das hier genau für euch. Der schießt ja nur auf mich. Wir kennen uns. Nach dieser Runde werde ich wahrscheinlich auch die Gruppeneinladung annehmen. Deshalb, das ist okay. So, und da, ATM, der Howl. Oh, wir haben einen Verlust. Executioner da hinten. Mal schauen, ob sich die Runde überhaupt auch lohnt. Hier hinten ganz lang. Was war mit Nightgear? Oder NTG, Nightgear, ist oder? Pew! So, Executioner, linker Seitentausche von hinten. Pew, Desperada! Batz! Oh, der hatte nichts L drin, schnell! Einheizen! Wup, wup! Okay, wir haben ein bisschen aufgeholt. Irgendjemand hat ihn vorbereitet, ich habe ihn abgestaubt. Oh, der Executioner. Party.exe ist das, oder? Der hatte sehr viele belegte Energy Hardpoints, glaube ich. Juhu. Piu. Man. Piu. Piu. Oh, hi. Ups. Ich war das auf jeden Fall nicht, der dir in den Rücken geschossen hat, Bruder. Oh, fuck, Alter. Sorry, ey. My bad, me stupid. Oh, hier, was bist du? Ein Cheater. Nyan, nyan. Piu. Bin zu schnell für dich. Hab Freunde. Gott, mein Rücken, Alter. Ich habe aber meinen Rücken auch wirklich nur mit Papa gepanzert. Von daher ist kein Wunder, dass es so ist, wie es ist. Bam. Piu. Hinterher und... Oh! Du mit deinen Streaks, Alter! Nüsschen. Ich bin ein taubes Nüsschen. Da geh jetzt nicht hin, ich weiß, dass da welche sind. Es ist auch einer weniger geworden. Brum, brum. Also mein großes Ziel ist es eigentlich, es bis zum Ende des Matches zu überleben. Rumheizen, gelegentlich mal hier und da Damage drauf, irgendwo machen.
Nein, Nüsschen. Oh, hallo. Du bist und Fafnir. Bist du alleine? Le Faftusenir? Oh, die Party-Exe ist auch da. Grasshopper, bye bye. Oh Gott, ihr seid aber viel zu viele hier. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Los, Leute. Help me. Haha. Putz. Aber das ist okay. Ich habe meine 300, 400 Damage gemacht. Also 319 in diesem Fall. 3 Kills. Ich glaube, das waren alles 3 abgestaubt, aber ist auch egal. Das bleibt auf jeden Fall dran, um euch im MacLab einmal zu gucken, wie die Kiste aufgebaut ist. Falls ihr den Mac nachmachen wollt, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Der hat gut getwistet. Guck mal, was, wo der überall einfach keine Panzerung mehr hat, ne? Dann habe ich den Atlas. Den habe ich mit vorbereitet. Thunderbolt 5S. 4 Large Laser. Interesting. Hat er auch einfach noch ihm weggelötet. Jetzt hier! Bring ihn! Oh, ist der letzte. Bring ihn um, bring ihn um! Okay. Jemand anders hat sich den Kill geholt. Es sei ihm gegönnt. Nice. Oh, eben kleine Mandel essen. So, und dann kicken wir mal einmal die Stats, wie das Ganze jetzt so letztendlich ausschaut. 19 Team Damage. Hoppla, kann ich da nur sagen. Es tut mir auch leid. Ich habe tatsächlich mehr Damage getankt, als ich gemacht habe. Und wir sind hier 286er Matchscore. Hätte ich überlebt, wäre es vielleicht sogar ein 300er geworden. Ist gar nicht mal so schlecht mit knapp über 300 Damage, ne? Also ich bin da schon fein mit. 8 Assists, 10 Komponenten zerstört. Das sind schöne Stats. Für alle, die jetzt gehen, danke fürs Zugucken. Der Rest auf ins MacLab. Swoosh. Und da sehen wir auch einmal die neuen Decals, die ich persönlich sehr feier. Mit der Pride Flag und sowas. Finde ich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr cool. Oh, da ist er. Ich habe mir den Desperada geholt. Ich werde mir vielleicht irgendwann auch noch dieses seltsame Clan-Gerät holen, aber ich musste einfach den Ubu-Mac holen. Oh, das ist mein persönlicher Lieblings-Meme-Mac, egal ob der gut ist oder nicht. Damit werde ich viel durch die Gegend heizen. So, jetzt sind wir fertig hier mit Loading. Loading, damit wir sehen können, was in dem Mac steckt und wie er geskillt ist. Und er hat auch... Aber ihr habt es gesehen, die Strahldauer und so, sehr viel Attraktivität einfach mit dabei. So, so sieht der kleine Racker aus. Ich habe mir auch direkt mal ein paar von den Pride-Deckels draufgeklatscht. Herrlich. Und hier sieht man auch wieder, ich finde es so schön, dass die Farben halt auch einfach quasi durchschimmern. So, wir haben Max Engine, also eine 340er, insgesamt 5 Double Heat Sinks, da wo es geht, die Medium Laser. Und Max Armor, abgesehen vom Kopf, ein paar kleine Pünktchen. Aber ansonsten richtig schön voll. Hinten so gut wie keine Panzerung. Ja, da muss man sich auf die Geschwindigkeit verlassen. Aber vielleicht, weil da so ein großes Ziel ist, auf 3 oder 4 gehen. Ich weiß nicht so recht. Wobei ich ja mehr von vorne zerstört wurde und die Beine halt einfach. Ich bin im gegnerischen Team am Tanzen gewesen. Ich hätte auch einfach weglaufen können. Da hätte ich natürlich die weitaus größeren Überlebenschancen gehabt. Ich wollte aber da einfach noch ein bisschen für Verwirrung stiften. Mein Team hat es ja auch genutzt. Von daher, es hat gut funktioniert. Beine Consumables, 2 Cool Shots, die UAV... Ich habe keinen Coolshot gebraucht. Wenn man es aber tatsächlich schafft, die länger zu tanzen und im Dauerfight zu sein mit dem Gegner, dann das macht sich dann schon bemerkbar mit der Temperatur. Von daher, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Das ist doch der Standardspruch, gell? Ja, ja. So, dann hier Cooldown, Range, Heat Generation, Laser Duration. Um das ganze Zeug, was ja natürlichen Quirks hat, nochmal zu buffen, also zur Unterstützung, mehr Panzerung. Mehr Geschwindigkeit, besseres Sitze-Management insgesamt, Capture Assist, weil die 4 Punkte waren über. Ist dann ganz nice, wenn man mit fast 150 über die Map brettert und vielleicht mal auf Conquest landet. Eine große Hilfe und hier natürlich alles, damit wir auch die Cool-Shots, insgesamt 3 Consumables, tragen können. Beim Loadout, bei den Max-Sets, sehen wir noch einmal hier die Base-Quirks, die hat. Standard-Laser, Strahldauer, minus 25%, also sowieso schon ein Viertel weniger Cooldown und ein Viertel weniger Strahldauer, genauso wie beim Cooldown. Und hier dann nochmal das, was wir reingeskillt haben, mit sehr viel Attraktivität. Oh, yeah. So, und in diesem Sinne, Leute, besten Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.